Jungsein in Blankenfelde-Marlow. Jugendliche kommen an unterschiedlichen Orten in Kontakt mit pädagogischen Fachkräften und ehrenamtlichen Personen. Sie besuchen Jugendzentren, Sportvereine und Musikschulen. Sie gehen in die Schule und in den Hort. Um Jugendliche bei Bedarf zu unterstützen, denken die einzelnen Institutionen oft nur innerhalb der eigenen Grenzen. Statt junge Menschen ganzheitlich zu betrachten und ihren individuellen Bedarf zu erkennen, werden sie in Schubladen gesteckt. Das hat zur Folge, dass Jugendliche nur selten die Unterstützung finden, die sie bräuchten. Das muss nicht so sein. 2009 haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Jugendeinrichtungen aus Blankenfelde-Marlow zusammengesetzt und beschlossen, das zu ändern. Sie gründeten das Team für Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung entwickelten sie ein Rahmenkonzept für Jugendarbeit, das sich an dem Bedarf junger Menschen orientiert. In den folgenden Jahren wurde dieser Rahmen immer weiter inhaltlich gefüllt und ausgearbeitet. Und der Bereich Sozialarbeit in Schulen kam dazu. Statt in Schubladen zu denken, sollen junge Menschen ganzheitlich betrachtet und in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Junge Menschen bringen ihre Themen ein und bestimmen das Gemeindeleben aktiv mit. Bei Problemen fragen sie aktiv an und werden darin unterstützt, die richtigen Ansprechpersonen zu finden. Fachkräfte kommunizieren wertschätzend, ressourcenorientiert und fördern die Selbsthilfe. Junge Menschen werden auf ihrem Weg optimistisch, offensiv und respektvoll begleitet. In unserer Vision gibt es in der Arbeit mit jungen Menschen keine Schubladen mehr. Alle verantwortlichen Akteure und Akteurinnen arbeiten vernetzt und haben ein gemeinsames Ziel: die bestmögliche Unterstützung von jungen Menschen auf ihrem Weg zu zufriedenen, verantwortungsbewussten und aktiven Erwachsenen.